Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, meine Güte, ach, der Schock steht immer noch mir ins Gesicht geschrieben. Der Dane, der hat es leider nicht geschafft und ja, ich habe mich doch mal über ein paar Sachen erkundigt. Ich konnte jetzt leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen, das direkt vorab. Es tut mir leider fürchterlich leid, aber ich bin gerade dabei, sehr stark vorproduzieren. Wie man anhand des Kanals auch sieht. Also wenn er die Folge hier entdeckt, dann wird wahrscheinlich wieder gerade alles schön am Laufen sein. Die Zeit, die klaut mir natürlich einiges. Aber bitte, bitte schreibt mir in die Kommentare rein, wenn ihr Tipps und Tricks habt. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, wir müssten langsam aber sicher hier doch einiges mal umbauen. Und mit umbauen meine ich nichts anderes, dass wir auf jeden Fall uns ein Kühllager holen sollten. Wir sollten genauso hier uns mal näher angucken, wie es eigentlich aussieht. Wir haben jetzt zurzeit Herbst und ich weiß auch, wo man die Temperaturen nämlich sehen kann. Ja, ihr seht ja gerade unten rechts steht es, Sonnenfinsternis außen 22 Grad und so kann ich auch innen drin gucken, dass innen drin 24 Grad ist. Das ist wirklich noch eine sehr angenehme Temperatur. Die Leute sind noch nicht am Frieren und das sind so viele Sachen, auf die man achten muss. Ja? Es ist ehrlich gesagt einfach nur herrlich. Ich finde es extrem, extrem gut gemacht. So, erstmal zum Hund. Der gute Carlos ist in der Bindung mit der Sandra. Und die Sandra schläft hier bei Sunny und da ist nämlich auch eine Schlafkiste drin. Das ist doch schon mal optimal. Jetzt ist die Frage natürlich, worum kümmere ich mich als erstes? Wir haben hier eine Abfallzone. Die Abfallzone werde ich jetzt mal eben löschen. Wir werden uns eine neue Abfallzone halt bauen, etwas weiter weg. Wie ihr seht, ich habe hier oben angefangen, Gräber auszuheben. So, und das hier wird nämlich die neue Abfallzone. Da kann dann alles hintransportiert werden. Wir brauchen genauso auch eine neue Lagerzone. Ich glaube, das machen wir aber erst gleich. Wir werden jetzt erstmal in aller Ruhe, die Geschwindigkeit ist normal, genau, in Strukturen gehen. Wir werden uns hier jetzt noch eine Wand hochziehen. Jetzt ist gerade die Frage, hier müsste eigentlich keiner vorbei, ne? Nee, dürfte eigentlich niemand vorbeigehen. Wir werden uns hier schön ein bisschen Erde, so einen schönen großen Fleck mal wegnehmen. Natürlich auch mit Türen, Holztüren, damit man da auch noch rein- und rauslaufen kann. Denn das wird ab sofort unsere Kältekammer. In dem Sinne eine Lagerzone, wo wir nämlich dann auch ja, unsere ganzen Speisen und Co. aufheben können. Hier oben werden wir uns eine Lagerzone erstellen, wo wir mal eben gucken müssen. Hier darf keine Nahrung hin. Hergestellte Sachen dürfen da auch nicht hin, und zwar die Medizin nicht. Drogen dürfen da nicht hin. Die Bauteile, Bierwürze, Neutramin darf da nicht hin. Und gewisse Rohstoffe, nämlich Pflanzenmassen, sollten da nämlich dann auch nicht hin. Und selbstverständlich die Leichen. Die kommen da auch nicht hin, auch wenn es eine Lagerzone ist. Wir werden uns nämlich hier jetzt in aller Ruhe eine Lagerzone extra nur für unser Essen und Co. machen. Das sollte eigentlich reichen, bin ich zumindest der Meinung, für diese Größe. Wir werden alles löschen. So, und wir werden nämlich jetzt hier dann reinlegen. Die Trefferpunkte sind eigentlich relativ egal, also alles mit 0 bis 2, ja, 20, 0 bis 100% kann hier eingelagert werden, jede Qualität kann hier eingelagert werden und zwar jegliche Nahrung und das ist so ganz wichtig. Trockenfutter tun wir eh noch nicht produzieren, genauso wie Heu nicht. Die Mahlzeiten, natürlich sollen die hier reingelegt werden und noch ganz wichtig, was mir wichtig ist, einmal dann die Pflanzenmasse darf hier reingelegt werden. Und dann zu guter Letzt auch Leichen, nämlich Tierleichen. Ja, denn wer kennt es nicht, wenn man auf der Jagd gewesen ist, jeder hat es schon mal gehört, wenn man nämlich dann so ein Kadaver hat, ja, zumindest Kadaver, so eine Leiche hat, und die nämlich dann einfrieren lässt, dann hält die auch länger. Und das ist genau das, was wir jetzt eigentlich im Grunde genommen brauchen. Eigentlich sehr schade um Dane. Der gute Junge, der hat sogar noch ein paar Sachen im Inventar.
Sunny, gehst du mal bitte hin und tust den Dane ausziehen. Das würde mich echt sehr freuen. So, ansonsten läuft eigentlich bis dato alles nach Plan, auch wenn wir gerade Herbst haben. Lass mal eben gucken in der Welt. Es gibt nämlich auch etwas, das darauf habe ich gar nicht geachtet. Die Wachstumsperiode ist vom 11. im Winter bis zum 1. im Winter. Das heißt, wir haben leider keine super gemäßigte Zone. Wir sind zu weit oben, so dass wir nicht immer anbauen können. Das erschwert natürlich alles so ein kleines bisschen. Die Heilwurzel ist aber so gut wie fertig. Das heißt, die wird auf jeden Fall noch durchkommen. Und ja, jetzt haben wir natürlich hier die Klamotten. So, wir haben wenig Medizin und wenig Nahrung. Ist klar, dass er gerade am Rummosern ist, wegen den ganzen Klamotten. Und wir sind auch fleißig am Forschen, ne? Genau, die Hydrokulturen ist auch eine schöne Sache. Ich habe mich jetzt in dem Sinne gar nicht so sehr spoilern lassen. Ich wollte nur wissen, wie es mit der Medizin halt nun mal aussieht. Und wir können uns halt auch wirklich leider letzten Endes keine großartige Medizin herstellen. Bis auf die Feldmedizin. Aber da müssen wir halt mal gucken dann jetzt. So, Benaway macht ja sonst immer noch das, was er tun sollte. Was machen wir denn noch gerade? Der Steinmetztisch, ja, kommen wir später, machen wir auch noch, weil ich möchte auch gerne später weg vom Holz. Wir sind gerade dabei, noch Sachen einzuschmelzen, das ist auch ganz okay, gerade für Stahl und Co. Das können wir machen, da könnten wir auch sogar eine neue Lagerzone uns holen. Dann machen wir die hier so groß, genau, so, und hier in der Lagerzone, da können wir auch nochmal alles löschen. Hier werden dann bitte Steinblöcke hingelegt. Unter Steinblöcke sind Granitblöcke, Kalkstein, Marmorblöcke, genau. Das sind nämlich die, die nämlich dann fertig gemacht werden. Und bitte hätte ich hier dann aber auch die Brocken, wenn das okay wäre. So in dem Sinne, dass wir halt beides dann hier ansammeln können. So viel haben wir ja bis dato nicht. So, ansonsten das Drogenlabor, da können wir wenig machen. Geschmelzt wird ja. Der Bildhauertisch, den haben wir, meine ich, zurzeit gar nicht. Irgendwie, dass wir irgendwas mit dem machen. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem. Genau, hier Teufelsgarnpilze, ne? Die können wir eigentlich auch mal jetzt löschen, weil die brauchen wir wirklich nicht. Und würde sagen, gerade das tolle Feld mit den Heilwurzeln. So, da werden wir nochmal eine Anbauzone machen. Genau, das werden wir nämlich einfach nur ein bisschen erweitern, dass hier auf jeden Fall die Heilwurzel hergestellt wird. So, jetzt müssen wir auch mal gucken. Die Sunny im Charakter, die hat natürlich wenig mit dem Landwirt zu tun, das ist schlecht. Der Fabi hat immerhin den Landwirt auf 8, das ist gut, da könnten wir wenigstens dann noch ein paar Heilwurzeln herstellen. Dafür brauchen wir nämlich dann 7. So, die gute Aura, ja, die Aura, die macht weiter ihr Ding an der Forschung, hätte ansonsten einen sehr hohen sozialen Kontakt, Tiere und Medizin. Also jetzt will ich auch nochmal eben gucken, und zwar während der Arbeit. Ich möchte auf jeden Fall, dass alle höchste Priorität setzen, wenn es darum geht, dass irgendwo Feuer ist. Genauso möchte ich, dass Aura höchstere Priorität setzt auf das hier, genau. Der Fabi kann ein guter Arzt werden, ich sehe es gerade. Der hat die Medizin auch sehr hoch. Dann, Fabi, darfst du auch gerne den Arzt spielen, wenn du das möchtest. Und ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Fabi, du kannst auch ein guter Aufseher werden. So, und da sollte das schon laufen. So, die Forschung wurde abgeschlossen. Das finde ich doch wunderbar. Wir haben nämlich sehr viel geforscht. Toi, toi, toi. Und würde doch sagen, wir nehmen doch jetzt einfach Stück für Stück einfach eins fürs andere, oder? Oder sollen wir jetzt erstmal herstellen? Ja, ich glaube, die Forschung lassen wir jetzt erstmal aus, weil ich möchte doch sehr gerne, dass die Leute auch die Sachen hin und her transportieren. Deswegen mal eben gucken, Träger, jeder kann Träger sein, nur Aura ist der Forscher. Ansonsten habe ich nichts übersehen, oder? Nee, sieht eigentlich soweit ganz gut aus. So, der Fabi macht sich ans Werk, er nimmt den Platz vom Dana ein. Leider, leider. Benway, was trägst du denn eigentlich? Du trägst eine schäbige Hose und etwas... okay.
Ja, weiß ich nicht. Wir haben auch noch keinen Lagerplatz für die Klamotten, ne? Die gehen nämlich mit der Zeit auch kaputt. Das ist sehr schade. Deswegen würde ich sagen, mal eben in die Möbel und wir werden uns ein Regal bauen. So, das werden wir mal eben hier hinbauen. So, und dann werden wir mal eben ein bisschen die Zeit beschleunigen, damit Sunny dann wieder ans Werk geht. Ah, Fabi macht das auch schon. Das ist sehr schön. So, nämlich im Regal können wir nämlich das auch als Lager benutzen und sagen, hier darf auch Kleidung rein oder halt hergestelltes oder Waffen. Und das Besondere ist auch, wenn das Regal draußen stehen sollte, was jetzt nicht unbedingt bedacht ist, dann werden dort die Sachen nicht halt, die gehen halt nicht kaputt. Und das ist eine wirklich schöne Sache. Also, jetzt müssen wir mal eben gucken. Du sollst mal bitte die Hose holen. Jawohl, und bringst sie nämlich dann wieder zurück und dann holst du bitte dann auch noch das Oberteil. Ja, Evola, wer sagt es denn? Dankeschön. Also ansonsten Vergnügen und Co., das sieht ja eigentlich soweit ganz gut aus. Sie haben was zu spielen. Es ist alles ein bisschen dreckig, gebe ich zu. Es ist nicht unbedingt das Schönste, aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Und da müssen wir halt mal gucken, wie wir es halt machen. Was haben wir jetzt hier oben? Hier oben haben wir die andere Lagerzone, ne? Hier sollte auf jeden Fall nicht landen, sowas wie Brocken oder Steinblöcke. Das wäre dann zu weit weg. Ja, keine Forschung, ein Kolonist untätig, ist klar. Ben away. Die Nahrung sieht eigentlich noch gut aus. Du könntest aber auch wieder ein bisschen jagen gehen, Ben. Wenn wir das hinkriegen. Hier so ein paar Eichhörnchen. So, damit wir auch ohne Probleme weiter Essen machen können. Den wollten wir weiter zähmen. Schildkröten ist auch kein Problem. Alle anderen Tiere könnten sich nämlich dann vielleicht auch wehren. Wenn nicht sogar eine Eichhörnchenarmee. Und dann haben wir auch erstmal wieder ein bisschen Fleisch. So, genau davon rede ich nämlich. Hier wird nämlich jetzt schon, werden schon ein paar Sachen eingelagert. So, bevor ich hier noch einen Hörsturz bekomme, weil Benway hier fleißig am Schießen ist. Wir werden nämlich jetzt unter Temperaturen gehen und uns dort eine Kühlung bauen. Die Kühlung ist extrem teuer, kostet Stahl und Bauteile, in dem Sinne so das Wichtigste, was es gibt in Rimworld. Aber das ist ein verdammt gutes Dingen. Natürlich selbsterklärend, blau heißt, es soll kühl bleiben, rot heißt, es soll kalt werden. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir werden die Kühlung hier oben reinsetzen. Und denke mal, für den kleinen Raum müsste eine Kühlung reichen, ne? Zumindest will ich es jetzt einfach mal hoffen. Und dann schauen wir mal, dass die Leute hier Stück für Stück alles dann regeln. Was ist denn mit dir eigentlich? Ach, du bist sogar auch sozial. Zeig mal eben her, Tiere. Markiert Ziele, die geschlachtet werden sollen. Gehorsam. Okay. Ah, Leine lösen. Wir können sogar mit dem Strauß etwas machen. Das ist sehr schön. Ja, die sind beide männlich. Ich weiß nicht, ob wir später sogar hier eine Zucht anfangen können oder so, aber es wäre wirklich schön. Ja, und jetzt müssen wir an für sich, hier, das Eichhörnchen kannst du noch mitnehmen, an für sich noch ein bisschen warten. Und dann sollte alles so seinen gewohnten Gang gehen. So. Genau. Sunny ist fleißig am Jagen. Obwohl, Sunny, es wäre mir ganz lieb, wenn du als allererstes hier eben kurz bauen würdest, damit die Kühlung dann schon mal funktioniert, bevor du weiter auf die Jagd gehst, weil das bringt ja natürlich wenig. So, und das Holz kannst du hier auch mal eben kurz wegtragen, damit die Tür auch zu ist. Sehr schön. So, den Baum werden wir auch noch abhaken. Der Fabi ist noch am Schlafen, dem werden wir gleich sagen, der darf hier. Ach nee, der Fabi darf gar nicht, okay. Oh, dürfen sie alle nicht. Nun gut, so, kommen wir einmal zur Kühlung. Das ist die Kühlung. Oh, ein verrücktes Tier. Wo bist du denn? Oh, da ist es. Das ist nicht gut. Das ist eine Brumalope. Da würde ich sagen, Ben away. Da kommst du mal hier runter, bitte. Erstmal Angriffsmodus, dann kommst du mal ran. Denn die geht im Laufe der Zeit, wird die hochgehen und das wird sehr unangenehm. So, müssen wir mal gucken, dass die gute Ben das hinkriegen sollte. Jawohl, schöner Treffer, schöner Schuss, wunderbar. So.
So, ich kann es euch jetzt auch direkt nochmal zeigen. Also da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Zumindest wurde es so geschrieben. Die steht jetzt unter Schock, das ist okay. Sie wehrt sich halt jetzt nicht. Ich habe sie auch halt markiert, dass wir sie halt jetzt jagen. In dem Sinne auch dann schlachten. Aber dann passiert nämlich auch genau das. Es ist Wahnsinn. Und schon breitet sich hier irgendwie ein Feuer aus. Aber natürlich, das ist jetzt nicht für Dauer. Das wird jetzt gleich auch wieder nach ein paar Bäumen dann sich wieder beruhigen. So, aber kommen wir nochmal zur Temperatur. Die Temperatur. Wir hätten gern die Temperatur. Die Zieltemperatur der Kühlung ist bei 21 Grad. Nein, du gehst runter, 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 runter. Noch einmal runter und ein Minus. Die Zieltemperatur liegt jetzt bei minus 20 Grad. Wir haben innen noch 15 Grad. Das dauert natürlich jetzt seine Zeit. Ich mache das auch mit Absicht. Ich meine, wir haben jetzt im Herbst, es kommt der Winter, da muss wahrscheinlich das Kühlgerät sich natürlich nicht so anstrengen. Aber gerade im Sommer, da kann ich es auch schnell vergessen, dass nämlich dort dann die Temperatur auch wirklich dann unten bleibt, auch wenn es Hochsommer ist. Deswegen minus 20 Grad, damit es so um die, ich sag jetzt mal, minus 1 Grad oder vielleicht minus 10 Grad dann, ne, letzten Endes dann auch ist. Aber ansonsten sieht es sehr schön aus. Sunny hat natürlich ihren Tag-Nacht-Rhythmus. Und, haben wir nicht noch was zu jagen? Ich meine, jetzt, wo wir so und so alles machen können. Was ich halt schade finde, ist, dass Ben irgendwie keine Sachen trägt. Das ist wirklich, wirklich schade. Fabi versucht sich jetzt als Koch. Kann er ja natürlich auch machen. Charakter. Er hat ja etwas im Kochen. Sogar sehr groß. Also mit 9. Das ist nicht verkehrt. Und stellt uns jetzt hier weiter fleißig Pemmikan her. So, und das hier sieht auch sehr schön aus, dass sich das hier dann auch schon mal sammelt. Da würde ich aber auch sagen, da machen wir nochmal hier Strukturen, Tür. Da gibst du mir mal bitte, was haben wir denn gerade? Sandstein oder Schiefer. Okay, Tür in Schiefer. Und dann werden wir hier noch eine schöne Tür dann gleich mit reinbauen. Ja, und so sollte es doch einige, ja, einigermaßen halt funktionieren. Also, und je nachdem, wie kalt es schon drin ist 6 Grad, vielleicht sieht man das schon. Es ist gekühlt, genau, steht schon dran. So, schaut mal, die Bären, die sind jetzt hier draußen, ne, 18 mal Bären, haben selbst noch eine Gesundheit oder Haltbarkeit halt von 60 von 100%. Und sind ungekühlt. Das heißt, die werden in 9 Tagen verderben, so wie es der Tooltip halt sagt. Und wenn man halt jetzt mal auf die Bären hier drinnen klickt, dann sieht man nämlich auch, dass die Bären halt eine kleinere Gesundheit hätten sogar. Oder eine Haltbarkeit von den Bären im Allgemeinen. Die können ja auch kaputt gehen. Aber die sind gekühlt und die verderben halt entweder in 13 Tagen oder wenn nicht sogar in einer Saison. Und das ist halt phänomenal. Je kälter es wird, und es wird hoffentlich auch immer kälter, dann läuft das eigentlich schon richtig, richtig gut. Die Zieltemperatur mit 20 Grad ist voll okay. Ich glaube, ich werde jetzt gleich hier auch noch einen schönen Boden reinlegen, wenn wir das hinkriegen sollten. Sobald dann Sunny auch wieder wach ist. So, dann gibt man hier Gas. Wir müssen nämlich noch genug einsammeln. Gerade wenn Kräutermedizin draußen im Regen liegt, ist das nicht gut. Aber naja, gut. Lassen wir uns mal überraschen. So, alle sind fleißig am Arbeiten, gespeichert wurde. So, und Sunny ist jetzt hellwach. Das ist doch schon mal super. So, Sipro, ja, genau, das ist sehr gut. Mach schon mal die Tür und dann bitte haust du uns mal eben kurz hier das alles weg. Genau. Dann kannst du das Holz auch mal eben kurz wegtragen, damit das hier auch schon mal draußen ist. Aus unserem Kühlraum. Sehr schön, sehr schön. Und das sieht doch gut aus. Wo ist denn Sunny hin? Achso, da ist ja Sunny. Achso, Sunny will natürlich jetzt weiter verarbeiten, anstatt andere Sachen zu machen. Ist okay, darfst du auch. Das ist eigentlich das kleinste Problem. Jetzt willst du nochmal eben kurz was futtern. Gut, so. Läuft ja bis dato wie am Schnürchen. Wir haben jetzt innen eine Temperatur von minus 2 Grad und die Sachen halten ewig. Ne? Tief gekühlt, verdirbt nicht. Das ist genau das, was wir haben möchten. So soll es nämlich sein. Sehr schön. Stahl und so hat natürlich da leider nichts mehr drin zu suchen.
Das wird aber gleich auch noch im Laufe der Zeit weggeschafft. Hier oben mit den Gräbern. Auch sehr schön gemacht. Da liegt noch eine Schildkröte drin. Ne? Okay, Sunny, wärst du mal so nett und könntest die... Nee, du sollst die eigentlich nur wegtragen. Okay. Ich glaube, da beißt sich gerade etwas. Lager. Ich möchte gerne nicht, dass die Tierleichen liegen. Dankeschön. So. Und dann müssen wir mal gucken. Bis dato sieht es sehr gut aus. Natürlich mit den Pflanzen und Co. Ich meine, Sunny hat so und so gerade Zeit und will hier weiter verarbeiten. Ich möchte keinen Lagerplatz. Warum haben wir keinen Lagerplatz für Medizin? Wir haben noch genug. Lagerplatz? Medizin. So. Jetzt aber. So. Guck mal, ein bisschen schneller hier, bitte. Ja, sehr gut. So. Weil damit haben wir die Medizin dann auch schon mal gerettet. Nimm ruhig alles mit, so viel wie du tragen kannst, meine Gute. Und dann sieht das doch schon ordentlich aus. Genau, zack. Da ist nämlich die Medizin jetzt auch noch gekühlt. Die verdirbt nämlich jetzt auch nicht, die Kräutermedizin. Und es ist unsere beste Medizin, die wir so im Grunde genommen haben können. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. Die Grundidee dahinter ist auch total extrem schlau gemacht und freut mich auch sehr. Schade, dass wir nicht früher darauf gekommen sind, dass wir halt nun mal all unsere Vorräte nun mal wirklich halt ohne Probleme einfrieren können, sodass wir uns einen riesen Vorrat an Essen halt zubereiten können. Das ist halt schon Wahnsinn. Wirklich schön gemacht, schöne Sache, macht Spaß. So, aber Zeit erstmal wieder normal laufen lassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.